Verletzung. Et l'envoi des conditions impeccables, pas de vent sur le stade. Donc elles vont pas devoir lutter. Schneller Start von Giger, die hat Anina Fahr schon eingeholt. Schon an Anina Fahr vorbeigezogen. Jetzt kann sich Anina Fahr an Giger orientieren. Salome Hüsler ebenfalls ganz stark gestartet, nur einen Schritt hinter Giger, die in bekannter Manier stark da mit den Armen arbeitet in der Kurve.